Fahren Sie bitte auf das Hauptgeläuf. Bitte eindrehen. Eins, zwei, ab. Und das war der Start zum Finale des Fritz-Brandt-Rennen 2015. Im Kampf um die Führung setzt sich hier Grace durch vor Smoky Juwel. Dritte Position für Bavaria Blue. Dahinter sieht man Windtalker vor Scoop und außen Blättermann. Fehler jetzt von Honeybee. Am Schluss des Feldes Let's Win mit einigem Rückstand. Die Nummer 9 des Rot, die 9 Rot. Die Pferde jetzt im ersten Bogen und hier führt Grace bereits mit 5 Längen vor Smoky Juwel. In Abstand sieht man dann Bavaria Blue außen von Windtalker 5 und Scoop mit Ising in zweiter Spur. 13,5 war die erste Zwischenzeit. Die Pferde vor den Tribünen und hier weiterhin Grace mit deutlichem Vorsprung. Das sind 4-5 Längen bis zu Smoky Juwel. Dann folgt in zweiter Spur Windtalker an der Innenkante Bavaria Blue. Platz 5 für Scoop mit 3 Längen Abstand sieht man dann Hallo Again und außen im It's Amazing. Und im Fahrwasser von It's Amazing folgt Spicy A dahinter Let's Win. Und am Schluss Blättermann aber bereits disqualifiziert. Ah, Blättermann ist noch im Rennen. Noch 1000 Meter bis zum Ziel. An der Spitze sieht man weiterhin Grace. Jetzt nur noch mit 2 Längen vor Smoky Juwel. Platz 3 für Windtalker. Dahinter Bavaria Blue in zweiter Spur kann sich jetzt Amazing verbessern. Und da kommt auch Spicy M im Windschatten weiter. Nächste Zwischenzeit 18-3. Mitte gegenüber, die Führung für Grace vor Smoky Juwel, der orientiert sich in die zweite Spur. Mit 3 Längen Abstand sieht man Windtalker, in dritter Spur die kommt Nummer It's Amazing Rot, dazu. Und Spicy A mit einer Galoppade ausgefallen, bereits disqualifiziert, nach 500 Meter bis zum Ziel. Und Grace wird attackiert durch Smoky Juwel. Mit 4 Längen Abstand It's Amazing jetzt in der dritten Position. Innen folgt Windtalker und gut dabei ist auch Let's Win. Kann sich in dritter Spur verbessern, rückt vorn die dritte Position. Und Smoky Juwel weiter mit großem Druck auf Grace und hat jetzt einen Vorteil. Zwischenzeit 12-1. Und Smoky Juwel kommt mit der Führung auf die Zielgerade vor Grace außen. Let's Win. It's Amazing in der vierten Position. Smoky Juwel ist vorn, aber Let's Win setzt nach. Kann hier noch hinkommen. Smoky Juwel noch nicht zu Hause. Smoky Juwel außen Let's Win und Smoky Juwel und Jörg Hafer gewinnen das Fritz Brandt 2015 vor Let's Win in der dritten auf Platz 3. It's Amazing. Sieger im Finale des Fritz-Brandt-Rennen 2015, die Startnummer 5, Smoky Juwel mit Jörg Hafer.